Guten Abend und recht herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung Chira Report auf Chira TV. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in Tunesien hat sich die Lage zuletzt etwas angespitzt. Zunächst ging es der Wirtschaft nicht so gut, dann ist die Corona-Lage etwas außer Kontrolle geraten. Zuletzt hat der Präsident des Landes, Kais Saied, das Parlament eingefroren und den Premierminister abgesetzt. Es gibt im Land Proteste, sowohl gegen als auch für diese Politik und diese Entscheidungen. Wir möchten uns heute mal von einer Person vor Ort die Lage erklären lassen, um zu verstehen, was passiert denn da eigentlich. Dafür haben wir uns eingeladen, Sofiane Philippe Nasseur. Er selbst lebt in Tunesien, arbeitet für die Rosa-Luxemburg-Stiftung und ist freier Journalist mit dem Schwerpunkt Algerien, Ägypten, Tunesien und den EU-Grenzregimen. Sofiane, recht herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Freut mich, bei euch in der Sendung zu sein heute. Sofiane, du bist ja gerade vor Ort. Wie ist die Stimmung dort? Was passiert gerade? Aktuell ist es sehr ruhig, weil direkt nach den Ankündigungen des Präsidenten Kais Saied, die du ja eben schon kurz zusammengefasst hast, das war am 25. Juli, also vor rund 2 Wochen, gab es noch am selben Abend Freudendemonstrationen von Leuten, die diese Entscheidung für gut geheißen haben, und am Folgetag Demos und Proteste gegen das Eingreifen des Präsidenten. Seitdem ist es auf den Straßen eigentlich ruhig. Es gibt auch eine Ausgangssperre um 10 und die üblichen Corona-Restriktionen im Land. Es ist eine Stimmung, in der man nicht so richtig weiß, was eigentlich gerade hinter verschlossenen Türen passiert. Und es ist so eine Mischung aus angespannter Situation, weil man nicht so richtig, weil man wirklich nicht genau weiß, in welche Richtung sich das Land jetzt bewegen wird. Und auf der anderen Seite haben wir Skepsis und aber auch wieder Hoffnung im Land, die wir lange, lange, lange Zeit nicht hatten. Denn nach der Revolution von 2010 und 2011, die ja vielleicht vielen noch in Erinnerung geblieben ist, damals ist der Langzeitdiktator Zine El-Dine Ben Ali durch Massenproteste gestürzt worden, und das Land hat eine demokratische Übergangsphase begonnen, die mit sehr, sehr vielen Hoffnungen verbunden waren, sowohl was politische Freiheiten angeht, aber eben auch was die wirtschaftliche und soziale Lage angeht. Viele von diesen Hoffnungen sind aber enttäuscht worden, und vor allem in den letzten Jahren hat sich der Frust in der tunesischen Bevölkerung extremst verstärkt. Und dieses Eingreifen von Kais Saied, des tunesischen Präsidenten vor 2 Wochen, hat eben erstmals seit langer Zeit bei vielen Menschen wieder sowas wie einen Hoffnungsschimmer geweckt. Das Setting ist relativ kompliziert, von daher ist eben die Stimmung sehr unterschiedlich in unterschiedlichen Landesteilen und in unterschiedlichen Bevölkerungsschichten. Wir hatten ja in der Einleitung ja schon gesagt, und du hast es jetzt nochmal erwähnt, er hat das Parlament eingefroren. Vielleicht lohnt sich das, bevor wir darauf zu sprechen kommen, was das für politische Auswirkungen hat auf das Land, einmal zu verstehen, wie ist der Präsident Kais Saied denn politisch einzuordnen von den Ideen, die er hat, wenn er doch das Land dann tatsächlich so spaltet mit seinen Entscheidungen? Ich würde noch gar nicht mal sagen, dass er das Land, er spaltet das Land schon, aber es gibt offensichtlich schon eine Mehrheit, die hinter dem Präsidenten steht aktuell. Und das ist auch interessant, dass eine Mehrheit der Bevölkerung offenbar sich gerade wieder für Politik zu interessieren scheint. Denn das Problem war, das System in Tunesien ist von einer Präsidialdiktatur in eine parlamentarische Demokratie umgewandelt worden. Das Land hat 2014 eine neue Verfassung verabschiedet, die eine Machtteilung, eine exekutive Machtteilung zwischen Premierminister und Staatspräsident vorsieht. Es ist ein neues Wahlgesetz verabschiedet worden, das, wie man heute eben sieht, massive Schwachstellen hat. Mit dem Ergebnis, dass bei sämtlichen Wahlgängen, die es hier gab, also zweimal Parlamentswahlen, zweimal Präsidentschaftswahlen und bei diesen Wahlen hat sich im Prinzip eine politische Klasse herausgebildet, die nicht in der Lage war und nicht
und nicht willens war, sich um die sozialen und wirtschaftlichen Probleme im Land zu kümmern, sondern diese politische Klasse, die aus verschiedensten politischen Parteien, verschiedensten ideologischen Strömungen besteht, war meist damit beschäftigt, politische Ränkespiele, Machtspielchen, aber im Prinzip waren weder Parlament noch Regierung handlungsfähig. Es gibt seit 2011, gab es hier 11 Premierminister, also 11 Regierungschefs. Und das zeigt schon, wie instabil das politische System ist. Kais Said ist ein politischer Newcomer, der kommt nicht aus dem Establishment, er hat keine politische Partei hinter sich. Said ist Verfassungsrechtler, der hier an mehreren tunesischen Unis gelehrt hat lange und der mehrere Jahre lang immer wieder als Rechtsexperte in Talkshows aufgetreten ist, interviewt wurde in der Presse und quasi verfassungsrechtliche aktuelle Entwicklungen kommentiert hat. Und Kais Said hat, seit er in der Öffentlichkeit aufgetaucht ist, immer wieder konsequent von bestimmten Themen geredet, die eben im Land sehr populär sind, weil sie eben auch 2011 gefordert wurden. Das ist zum einen ein Kampf gegen Korruption und zum anderen eine Kritik an dem aktuellen politischen System, das, wie wir aktuell gesehen haben, nicht funktioniert in dieser Form. Und dann trat Kais Said 2019 bei den Präsidentschaftswahlen an und sowohl die lokale tunesische Presse als auch die ausländische Presse und Beobachter, Beobachterinnen hatten ihn nicht so richtig auf dem Schirm. Das war für viele etwas überraschend, dass er in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen mit, ich glaube, knapp 20% die meisten Stimmen geholt hat und dann in der Stichwahl, also in der zweiten Runde der Wahl, einen Erdrutschwahlsieg gegen seinen Konkurrenten aus dem bürgerlichen Lager nie geschafft hat. Da hat er mit 73% der Stimmen gewonnen. Und das ohne eine Partei im Rücken, ohne eine politische Basis, ohne Geld und ohne Wahlkampf. Der Mann hat keinen Wahlkampf gemacht. Während ganz viele Parteien Gelder in Werbekampagnen auf Facebook und in anderen sozialen Medien geschaltet haben, hat Kais Said einfach gar nichts gemacht. Er hat sich sehr zurückgehalten und ist trotzdem massiv gewählt worden, vor allem von der Jugend. Und das erklärt sich vermutlich schon so ein bisschen daraus, dass er eben als unkorrumpierbar gilt. Politische Parteien sind inzwischen sehr verhasst im Land. Kais Said lehnt politische Parteien grundsätzlich ab oder ist sehr skeptisch ihnen gegenüber. Also diese Klüngeleien, die die politischen Parteien hier seit 2011 so gemacht haben, davon grenzt er sich komplett ab. Und er gilt eben als unkorrumpierbar und als nicht korrupt und als jemand, der glaubwürdig ist. Als jemand, der im Gegensatz zu allem, was in den letzten 7, 8 Jahren hier an der Macht war, gilt er eben als jemand, der eben nicht nur auf ein Amt möchte, sondern als jemand, der, dem man glaubt, dem man abnimmt, dass er wirklich und ernsthaft gegen Korruption und Nepotismus und Klientelismus vorgehen möchte. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, er ist konservativ. Tunesien ist ein konservatives Land, wenn man sich die Gesamtbevölkerung anguckt. Tunesien wird auch immer wieder als sehr liberal und etc. pp. Beschrieben, was auch wiederum stimmt, aber wenn man sich die Gesamtbevölkerung im Land anguckt, dann ist Tunesien ein konservatives Land und mit seinen konservativen gesellschaftlichen Positionen konnte er eben auch punkten. Also er ist quasi auf einer Welle mitgeritten, die sich gegen das politische Establishment richtet und die eben dann trotzdem auf einer anderen Ebene eben ist halt jemand, der die konservativen Bevölkerungsteile repräsentiert. Und seit er im Amt ist, seit 2019, hat er eigentlich sich relativ zurückgehalten und hat eben nicht sehr viel politische Akzente gesetzt und sich damit auch sehr klar an die Verfassung gehalten. Denn die Verfassung sieht vor, dass der Staatspräsident lediglich Kompetenzen hat in Sachen Außen-, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Sprich, er hat sich weitestgehend aus allem rausgehalten. Was ihm auch wiederum viel Kritik eingebracht hat, weil viele Leute gefordert haben, okay, jetzt haben wir jemanden gewählt, der ist nicht korrupt, der will gegen Korruption vorgehen, der lehnt die Machtspielchen der politischen Klasse im Land ab, aber er macht nichts. Also er ist sehr, sehr stark kritisiert worden dafür, immer wieder aus verschiedenen Lagern. Nun greift er ein, was dann sozusagen auch so ein bisschen erklärt, dass es am gleichen Abend, nachdem er angekündigt hat, Premierminister abgesetzt, Parlament eingefroren, und vor allem die Immunität der Parlamentsabgeordneten wurde aufgehoben. Mit diesen drei Maßnahmen
diese drei Maßnahmen haben für Freudendemonstrationen gesorgt im ganzen Land. Das erklärt so ein bisschen, warum eben seine Maßnahmen durchaus populär sind. Wenn wir jetzt aber davon sprechen, dass es eine parlamentarische Demokratie geworden ist und ein Präsident einfach da hingehen kann und sagen kann, okay, ich pausiere jetzt mal alle Arbeiten des Parlaments. Jetzt aus europäischer Sicht würde man, oder aus deutscher Sicht würde man ja vielleicht sagen, das muss ja irgendwo vielleicht gesetzlich oder politisch irgendwie schon Hand und Fuß haben. Es muss auf irgendwas basieren. Die Frage ist, hat er da außergesetzlich, also illegal, extralegal gehandelt in seiner Aktion, die er da gemacht hat? Die Frage können wir nicht beantworten auf einer juristischen Ebene. Wir können sie auf einer anderen Ebene versuchen zu beantworten, aber auf einer juristischen Ebene kann sie nicht, auf einer verfassungsrechtlichen Ebene kann sie nicht beantwortet werden, weil Kais Said berief sich und beruft sich bei seinem Eingreifen auf Artikel 80 der tunesischen Verfassung. Und Artikel 80 der Verfassung sieht vor, dass bei einer Bedrohung der nationalen Integrität, also der nationalen Einheit, der Sicherheit oder der Unabhängigkeit des Landes oder eine Bedrohung, die das normale Funktionieren der öffentlichen Institution, also des Staates, beeinträchtigt. Dieser Artikel erlaubt quasi in diesen eben gerade dargelegten Fällen, dass der Präsident eingreift und den Premierminister absetzt und im Prinzip Teile der exekutiven Macht an sich zieht. In diesem Artikel steht nichts von Parlament einfrieren. Also was Kais Said hier gemacht hat, ist sehr proaktiv die Verfassung auszulegen. Und da sind wir aber im Prinzip am Kern, denn ihm kann niemand das streitig machen, aktuell die Verfassung auszulegen, denn das Parlament hat es jahrelang versäumt, eine ganz bestimmte Besetzung einer Institution durchzuführen, nämlich das Verfassungsgericht. Die Verfassung von 2014 sieht vor, dass es ein Verfassungsgericht gibt, dessen 12 Richter benannt werden vom Präsidenten. Also der Präsident ernennt 4 von diesen 12. Die Richterschaft ernennt 4 und das Parlament ernennt 4 Richter. Und das Parlament wurde gewählt 2015. Die Verfassung sieht eine Frist von einem Jahr vor, um diese Posten zu besetzen. Diese Posten vom Parlament wurden nie besetzt. Die Frist ist 2016 abgelaufen. Also in den letzten 5 Jahren gab es mehrfach Versuche des Parlaments, diese 4 Richterinnen an diesem Verfassungsgericht einzusetzen. Ist aber nicht gemacht worden. Und jetzt Sprung in die aktuelle Zeit. Kais Said hat das Parlament eingefroren, den Regierungschef abgesetzt und die Immunität der Abgeordneten im Parlament aufgehoben. Für 30 Tage. Nach 30 Tagen müsste das Verfassungsgericht zusammenkommen und entscheiden, ob diese Maßnahme rechtens war oder nicht. Sprich, auch möglicherweise diese Maßnahmen verlängern oder eben sagen, nö, wir hören damit jetzt wieder auf, das Parlament arbeitet normal weiter, der Regierungschef wird wieder eingefroren. Da es das Verfassungsgericht aber nicht gibt, kann diese Institution überhaupt nicht eingreifen. Und sämtliche Kräfte aus dem Parlament, die heute Kais Said dafür kritisieren, dass er sich über die Verfassung hinweggesetzt hat, was durchaus ein Argument ist, denn also er hat diesen Artikel sehr proaktiv ausgelegt und also das ist schon sehr strittig, was er da gemacht hat. Auf der anderen Seite kann man auch so argumentieren und sagen, dass das Parlament eigentlich seit 2016 verfassungswidrig war, weil es sich an eine sehr klare Bestimmung der Verfassung nicht gehalten hat. Und es hat aus teilweise politischen, also im Kontext von politischen Ränkespielen und von politischen Machtspielen, 5 Jahre lang war es nicht fähig, diese 4 Richterinnen zu benennen. Um damit sozusagen auch sicherzustellen, dass dieses Kompetenzgerangel zwischen Präsident, also zwischen Staatspräsident, Premierminister und dem Parlament eben geklärt wird. In Deutschland haben wir ja das Bundesverfassungsgericht, was eben in strittigen Fragen sich anschaut, Verfassung, Gesetz, dass die Regierung das Parlament hat verabschieden lassen, dann schreitet das Verfassungsgericht ein und sagt halt irgendwann so, okay, also das war jetzt rechtens oder das war nicht rechtens. Diese Institution fehlt in Tunesien, weil die politische Klasse nicht in der Lage war, diese Institution zu besetzen. Und das halt nochmal zeigt, dass das politische System in der aktuellen Form einfach nicht funktioniert. Und Kais Said hat im Prinzip genau auch, also hat er auch jahrelang genau das kritisiert und seit er gewählt wurde, wie man jetzt ein bisschen den Eindruck hat,
darauf gewartet, dass er eine Gelegenheit bekommt, einzuschreiten. Und das hat er jetzt gemacht. Jetzt das, was du sagst, passt irgendwie nicht mit dem, was ich zumindest jetzt in den Medien gelesen habe, wo viel von Putsch und Staatsstreich die Rede war. Wie ist das dann einzuordnen, wenn, also für mich sehe ich da jetzt gerade einen Widerspruch, wenn du sagst, nee, der hat schon irgendwie sich an der Verfassung orientiert, diese aber schon sehr großzügig ausgelegt und wir sprechen hier jetzt von einem Putsch oder von einem Staatsstreich. Also einfach auch von der Definition her, ein Putsch wäre ja irgendwie eine politische, wie sagt man, eine politische Rupture, ein politischer Eingriff, der im Prinzip in der Regel auch eben die Verfassung außer Kraft setzt. Die Verfassung ist aber nicht außer Kraft gesetzt. Taiz Said sagt ganz klar, Artikel 80 habe ich jetzt angewandt und die Verfassung ist nicht außer Kraft gesetzt. Das Parlament ist nicht aufgelöst. Das sind temporäre Maßnahmen, die er hier annimmt. Also der Begriff Putsch ist irreführend. Ein Begriff, der durchaus benutzt wird und der auch ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen mehr die Nuancen erfasst, ist Verfassungsputsch, weil er ja eben diesen Artikel schon so also sehr, sehr proaktiv ausgelegt hat und das eine durchaus sehr, sehr strittige Entscheidung ist. Aber ihm war eben auch sehr, sehr wichtig, immer wieder zu betonen, ich bin kein Putschist und ich werde hier nicht, also er hat auch wortwörtlich gesagt, in meinem Alter werde ich kein Diktator mehr. Und die Maßnahmen oder sozusagen das, was auch dieses Putschgerede so ein bisschen unterfüttert hat, sind zwei Aspekte. Zum einen ist Kais Said als Staatspräsident der Oberbefehlshaber der Armee. Die Armee in Tunesien ist allerdings keine wirklich starke Institution. Der alte Staatspräsident Ben Ali hat seine politische Macht auf das Innenministerium gestützt. Also das wichtigste, zentralste Repressionswerkzeug in Tunesien war seit Ende der 80er Jahre das Innenministerium. Aber hier fahren halt, seit Kais Said die Macht übernommen hat, die Panzer bzw. gepanzerte Fahrzeuge der Armee durch die Straßen. Was dann natürlich irgendwie erstmal so ein bisschen den Eindruck erweckt, als ob hier gerade das Militär die Macht übernommen hat, was aber nicht der Fall ist. Die Armee in Tunesien ist zumindest noch nicht kein politischer Akteur, der in irgendeiner Form nach direkter exekutiver Machtausübung strebt. Und ich habe hier eher den Eindruck, das alles noch unter Vorbehalt gesagt, natürlich, weil wir sind ja mitten auch in diesen Prozessen. Kais Said scheint die Armee eingesetzt zu haben, um eben auch eine gewisse Autorität zu haben und eben auch gegen das Innenministerium hier eine Trumpfkarte in der Hand zu haben. Und der andere Aspekt, der dieses Putschgerede so losgetreten hat, sind die gemäßigten Islamisten der Ennahda-Partei, die zu der internationalen Strömung der Muslimbrüder gezählt wird. Und die Muslimbrüder haben politische Gruppierungen und Parteien in ganz vielen Ländern in der Region und fühlten sich sehr stark erinnert an das Szenario in Ägypten von 2013. Ägypten hat ja auch, wie Tunesien, eine Revolution durchgemacht. Dann gab es eine demokratische Öffnung. Und auch wie in Tunesien haben damals die Muslimbrüder die Wahlen gewonnen. Und auch in Ägypten haben dann die Muslimbrüder auch den Staatspräsidenten gestellt. Zwischen 2012 und 2013. Und 2013 hat in Ägypten das Militär unter dem damaligen Verteidigungsminister Abdel Fattah al-Sisi die Macht übernommen. Das war ein Putsch. Das war ein klarer Militärputsch. Die Armee war auf den Straßen, in die Verfassung außer Kraft gesetzt. Die haben den Präsidenten und die gesamte Regierung verhaftet und plötzlich standen überall Panzer auf den Straßen und es war ganz klar die Armee, die die Macht übernommen hat. Und der Putschist Abdel Fattah al-Sisi war Armeechef, Verteidigungsminister und kommt aus der Armee. Sisi hat quasi die Armee, hat quasi für die Armee die Machtübernahme durchgeführt. In Tunesien haben wir ein anderes Szenario. Kais Said hat mit der Armee nichts zu tun. Er ist weder General noch hat er irgendeine eine engere politische Verbindung zur Armee gehabt vorher, sondern Kais Said benutzt die Armee. Das ist ein Unterschied. Allerdings ist eben damals in Ägypten sind die Muslimbrüder sehr, sehr blutig von der Macht verdrängt worden.
Und bis heute sind es vor allem die Muslimbrüder oder muslimbrüdernahe Organisationen, die auch in Ägypten irgendwie immer wieder dieses Putsch-Narrativ auf den Tisch legen, in dem Fall aber durchaus korrekt. Und die politische Kraft in Tunesien, die hier vor allem von Putsch redet die ganze Zeit, das sind die Islamisten, das ist die Ennahda-Partei, und diese Partei fühlt sich natürlich irgendwie auch erinnert an das Putsch-Szenario aus Ägypten 2013 und hat schlichtweg Angst. Denn die gemäßigten Islamisten der Ennahda-Partei waren hier jahrzehntelang politisch verfolgt und haben die eiserne Faust des Regimes zu spüren bekommen, haben natürlich auch reflexartig ein bisschen durchaus berechtigte Angst davor, dass ihnen das wieder passiert. Rein technisch muss man aber ganz klar sagen, das ist kein Putsch-Szenario hier. Das ist eine Machtübernahme, eine präsidiale Machtübernahme, wo wir natürlich noch nicht wissen, in welche Richtung das geht. Das kann auch wieder in autoritäre Strukturen führen, gar keine Frage. Aber aktuell ist es eine viel nuanciertere Entwicklung und Kais Said hat bislang nicht unbedingt eine Politik an den Tag gelegt in den letzten 2 Wochen, die darauf schließen lässt, dass jetzt hier eine groß angelegte Razzien- und Verhaftungswellen gegen politische Oppositionelle oder gegen die Islamisten oder gegen Linke oder gegen Liberale durchgeführt werden. Bislang, es gibt Verhaftungen, aber die beschränken sich bislang eigentlich eher auf Korruptionsfälle oder auf Verdachtsfälle, die mit Korruptionsfällen zusammenhängen. Also dieses Putsch-Szenario ist zum aktuellen Zeitpunkt irreführend. Die Begrifflichkeit Putsch zu benutzen in diesem Kontext ist Ja. irreführend und wird der komplexen politischen Gemengelage nicht wirklich gerecht. Du hattest ja schon jetzt so ein bisschen angesprochen, die Islamisten und Muslimbrüder, die deine Partei haben. Und wir sprechen von Tunesien als eine ja, relativ junge Demokratie. Aber um nochmal zu verstehen, wie dieses Land funktioniert, wie diese Parlamente dann aufgebaut sind oder auch die gesellschaftliche Struktur. Weil du jetzt auch von Opposition gesprochen hast. Welche Kräfte wirken denn in der Politik oder wie du halt auch schon so ein bisschen angedeutet hast, in den Eliten? Wie sehen die Kräfteverhältnisse aus in diesem Land und wie sind diese verteilt? Nach 2011 hat sich die Lage hier sehr massiv verändert. Vorher war Tunesien eine Präsidialdiktatur im Prinzip, in der die beiden Staatspräsidenten, die Tunesien zwischen Mitte der 50er Jahre und 2011 regiert haben, es waren nur zwei Männer, Habib Bourguiba, der Staatsgründer, und dann hat sich Ben Ali Ende der 80er Jahre mit Hilfe der Armee an die Macht geputscht. Und seitdem, weil er sich selber eben mit der Armee an die Macht geputscht hat, hatte die Armee fortan sehr stiefmütterlich behandelt, weil er eben nicht selber von der Armee von der Macht geputscht werden wollte, mit dem Ergebnis, dass die Armee heute keine politische Rolle spielt. Also interessante Entwicklung. Anyway, beide Präsidenten haben systematisch alles, was sich Opposition nennt, nach und nach platt gemacht. Sowohl die Kommunisten als auch liberale Gruppen, demokratische Gruppen, die islamistische Gruppen, alle haben irgendwann zwischen den 60er Jahren und den 2000ern die eiserne Faust des Staates zu spüren bekommen. Als dann hier der politische Aufbruch losging 2011, waren die Islamisten die politischen Gruppierungen, die sich am schnellsten organisieren konnten. Das heißt, Ennahda, also die Vertretung der Muslimbrüder hier im Land, war seitdem eigentlich konsequent, konstant die größte politische Kraft im Land eigentlich fast durchgängig auch an der Regierung beteiligt. Dann haben sich natürlich mehrere liberale, wirtschaftsliberale, neoliberale, bürgerliche Parteien gegründet, die vor allem als Sammelbecken für alte Ben Ali-Kräfte galten. Es gibt ein paar politische Parteien aus dem demokratischen und aus dem linken Lager. Aber es gab halt schon einen sehr, sehr krassen Fokus auf politische Parteien. Und diese haben sich aber auch aufgrund des Wahlgesetzes im Parlament gegenseitig blockiert. Das Parlament war im Prinzip nicht arbeitsfähig, weil das Wahlgesetz so entworfen wurde, dass das Ergebnis nach Wahlen eigentlich ein sehr zersplittertes Parlament
ist, wo am Ende irgendwie keine klaren Mehrheitsverhältnisse bei rauskommen. Beziehungsweise die Partei, die als stärkste Kraft die Wahlen 2015 gewonnen hat, eine bürgerliche Partei, die auch als Sammeldecken von Ben Ali-Kadern galt, zog damals mit Abstand als größte Kraft ins Parlament ein, mit, ich glaube, 85 oder 86 Sitzen von 217. Ennahda war die zweitstärkste Kraft. Aber diese Partei, Nida Tunis, deren Fraktion ist innerhalb von 4 Jahren von 86 Abgeordneten auf 26 geschrumpft. Die Partei ist einfach in sich zusammengebrochen. Komplett, war komplett nicht mehr. Heute spielt die Partei keine Bedeutung mehr. Also ein sehr instabiles politisches System, mit der Folge, dass gewisse andere Organisationen im Land deutlich an politischem Einfluss gewonnen haben. Da haben wir zum einen die Zivilgesellschaft, die über die Jahre eben sich professionalisiert hat, sich vernetzt hat, sowohl hier im Land als auch regional, als auch international, und eben seither immer ja, eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, wenn denn die Regierung mal wieder irgendwann übers Ziel hinausgeschossen ist. Also wir haben eine sehr starke Zivilgesellschaft im Land und wir haben den Gewerkschaftsdachverband UGTT, der immer wieder als Mediator in politischen Krisen in den letzten 10 Jahren auf der Bildfläche aufgetaucht ist. Und die UGTT ist eine sehr starke und sehr große Gewerkschaft und der Laden gilt als eine der wichtigsten Organisationen im Land, einer der wichtigsten und mächtigsten politischen Akteure. Vielleicht können wir jetzt als Gewerkschaften mächtiger Akteur würde ja dann auch bedeuten, dass auch die Arbeiter ja, etwas zu sagen haben oder eine Stimme haben, weil du halt auch meintest, in der Zivilgesellschaft rührt sich etwas. Nun hören wir aber auch, dass in Tunesien selbst viel soziale Ungleichheit herrscht oder auch wirtschaftliche Ungleichheit. Wir haben hier jetzt so aus deutsch-europäischer Sicht Tunesien eher so ein bisschen als Urlaubsland, die Strände im Kopf. Wie würdest du das einschätzen? Ich würde nicht den Fehler machen, zu sagen, die UGTT ist sozusagen eine Repräsentanz der Arbeiterinnenschaft und dementsprechend irgendwie ist es eine gute Repräsentanz der arbeitenden Bevölkerung. Bis zu einem gewissen Grad stimmt das schon. Das Ding ist aber, die UGTT vertritt formal Beschäftigte, vor allem im Staatssektor. Tunesien hat einen relativ starken Staatssektor, also staatliche Unternehmen. Die zum Großteil in der UGTT organisiert sind, aber eben auch Unternehmen aus dem Privatsektor. Ja, das ist richtig, die UGTT vertritt die Interessen dieser nationalen Arbeiterinnenschaft. Das Problem der tunesischen Wirtschaft ist aber, dass rund 50% aller Beschäftigten im Land nicht formal beschäftigt sind. Wir sind informell beschäftigt, auf dem informellen Markt. Das sind Straßenhändler, das sind Leute, die Dienstleistungen anbieten, aber eben die nicht formal beschäftigt sind, sondern die im Prinzip Tagelöhnerinnenmäßig unterwegs sind und von der Hand in den Mund leben. Diese 50% der Bevölkerung sind von der arbeitenden Bevölkerung, sind von der UGTT nicht repräsentiert. Und es gab auch nie ernstzunehmende Versuche, diese 50% der arbeitenden Bevölkerung in irgendeiner Form zu formalisieren, vernünftig. Und ihnen damit eben Zugang zu Sozialversicherung, Gesundheitsversicherung und eben gewissen arbeitsrechtlichen Standards zu gewährleisten. Das ist nie vernünftig versucht worden. Und daher reden wir halt hier immer noch von einem Land, wo 50% der Leute, die arbeiten, komplett von sämtlichem Arbeitsschutz ausgeschlossen sind. Und die UGTT tritt nicht für diese Leute ein. Die UGTT tritt für die Leute ein, die formell beschäftigt sind und die Teil der Gewerkschaft sind. Trotzdem kann man irgendwie sagen, es ist eine angenehmere Situation, dass man eine große Gewerkschaft hat, die als politischer Akteur auftritt. Aber UGTT ist nicht per se ein progressiver Akteur, wenn es um eine gesamtgesellschaftliche oder gesamtvolkswirtschaftliche Entwicklung geht. Können wir vielleicht dann nochmal, weil du jetzt meintest, die Menschen sind informell beschäftigt. Wie sieht das dann innerhalb der Bevölkerung aus? Also ist es dann wirklich so, dass dann also man hört das ja immer so ein bisschen, diese Ungleichheiten oder die wirtschaftliche Lage war
sehr desolat in den letzten Jahren. Jetzt mit der Corona-Krise hat sich das ein bisschen zugespitzt, soweit ich weiß. Wie ist die wirtschaftliche Situation für die Menschen vor Ort? Jetzt nicht nur am Bruttoinlandsprodukt tatsächlich orientiert, sondern im reellen Leben. Wie sind die Leute von der Wirtschaft aktuell betroffen? Also die Corona-Krise hat die Wirtschaftslage nicht nur ein bisschen schlechter gemacht, sondern die Corona-Krise hat hier für auf die tunesische Wirtschaft wie eine Bombe gewirkt. Die Wirtschaftslage und die soziale Ungleichheit ist schon seit Jahrzehnten ein riesiges Problem. Und Menschen haben eben gehofft nach 2011, dass sich an dieser Lage was ändert. Es hat sich aber konsequent nichts geändert seit 2011. Die soziale Ungleichheit, die soziale Schieflage ist viel, viel schlimmer geworden. Und Corona war dann sozusagen nochmal ein krasser Katalysator, der das Ganze nochmal schlimmer gemacht hat. Und das hat unter anderem auch damit zu tun, dass Tunesien ist zwar seit 2011 auch vor allem aus Europa und der Bundesregierung mit Entwicklungshilfegeldern und mit Krediten überhäuft worden. Diese Kredite müssen aber zurückgezahlt werden. Tunesien hängt im Prinzip am Tropf internationaler Finanzinstitutionen und internationaler Banken und die Hälfte des Staatsbudgets, fast die Hälfte des Staatshaushalts, geht in den Schuldendienst. Das heißt, die Regierung hatte seit 2011 eigentlich keinerlei Mittel, um hier adäquate Sozialpolitik zu betreiben. Plus der politische Wille hat gefehlt, das auch zu tun. Also sind da zwei Aspekte, die da wichtig sind. Und die Bevölkerungsgruppe quasi, die auch aktuell, glaube ich, am meisten applaudiert, ist die tunesische Bevölkerung, die abseits der Küsten lebt. Denn vor allem unter Ben Ali ist hier sehr, sehr krass der Tourismussektor priorisiert worden. Sprich, es gibt sehr gute Verkehrsinfrastruktur an der tunesischen Küste. Sprich auch da, wo der Tourismussektor natürlich seine Hauptpfeiler hat, also in den Städten am Strand. Da haben wir gute Infrastruktur, wir haben eine relativ geringe Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Hinterland. Es gibt öffentliche Dienstleistungen wie Krankenhäuser und Schulen, aber sobald man sich ins Landesinnere bewegt, gibt es kaum noch funktionierende Straßen, es gibt kaum Krankenhäuser, es gibt, und das ist aktuell in der Corona-Krise ein riesiges Problem, keine Intensivbetten, ständig Wasserausfälle, ständig Stromausfälle und eine heftige Arbeitslosigkeit. Und sämtliche Regierungen haben hier immer gesagt, nee, wir müssen erstmal den Tourismussektor wieder unterstützen, damit ausländische Devisen ins Land kommen. Und diese Devisen können wir dann irgendwann für die Entwicklung der Regionen im Hinterland benutzen. Das ist aber nie passiert. Also immer dieses Argument, erst der Tourismussektor an den Küsten und dann irgendwann können wir mal im Hinterland investieren. Das ist nie gemacht worden. Durch Corona ist der gesamte Tourismussektor eingebrochen. Das heißt, es war noch weniger Geld zur Verfügung. Und selbst Menschen an den Küsten hatten plötzlich Probleme, die sie vorher nicht hatten. Und Kais Said hat zum Beispiel immer wieder diese Unterentwicklung der Regionen oder dieses Ungleichgewicht in der Prioritätensetzung der Regierung. Immer erst Geld an die Küste und dann irgendwann vielleicht ins Hinterland. Hat es immer wieder den Leuten auch im Hinterland gereicht und es gab Streiks, Streikwellen, Protestwellen, in denen ganz einfach gefordert wurde, wir hätten gerne stabile Stromverbindung oder wir hätten gerne eine stabile Wasserverbindung oder eine Straße oder vielleicht zwei, drei Intensivbetten. Keine Investitionen sind gemacht worden. Also der Frust der Bevölkerung, vor allem im Hinterland, ist absolut nachvollziehbar, denn von diesem demokratischen Experiment, das hier in Tunesien gemacht wird seit 2011, hatten die Leute im Hinterland einfach nichts. Was eben auch dazu führt, dass Kais Said vor allem von Leuten im tunesischen Hinterland gewählt wurde. Kais Said hat Leute wieder an die Urnen gebracht, die schon komplett ihre Hoffnung an ein demokratisches politisches System verloren hatten. Der Mann hat mit seiner Betonung, dass man die Regionen entwickeln müsste, was man ihm geglaubt hat, was man ihm bis heute glaubt, und seinem Kampf gegen Korruption so einen Nerv der Zeit getroffen und hat eben nicht wie der Rest der politischen Klasse versucht, erstmal die liberalen Mittelschichten in den Küstenstädten zu mobilisieren, sondern er hat woanders mobilisiert. Er hat da versucht zu mobilisieren für die Leute, für die sich eigentlich in der politischen Klasse keiner einsetzt. Und das ist auch so ein bisschen der Kontext, in dem die aktuelle politische Lage hier gerade stattfindet. Das ist auch ein
Es ist auch ein Tauziehen und ein Konflikt zwischen den liberalen, wirtschaftlich sozial besser gestellten Eliten an den Küsten und den systematisch seit Jahrzehnten marginalisierten Bevölkerungsteilen in West- und Südtunesien. Sehen dann die Kräfteverhältnisse aus? Also sind dann diejenigen, die aus dem Hinterland sind, personell, also sagen wir mal von der Anzahl her, die Leute, die ihn in seiner Politik jetzt unterstützen, mehr als jene, die in den Küstengebieten leben und wie du gerade so ein bisschen eher liberal elitär genannt hattest? Man sieht ja irgendwie, oder zumindest heißt das ja, dass die Proteste auf beiden Seiten irgendwie stattfinden und beide Proteste gleich laut und personell halt auch irgendwie gleich stark sind. Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es einfach keine adäquaten statistischen Angaben dazu gibt. Also wer jetzt hier quasi die Mehrheit hat und sozusagen im demokratischen Recht ist, ist einfach schwierig, ist schwierig zu sagen. Es gibt Meinungsumfragen, wo man gewisse Informationen rausziehen kann, aber das ist alles ein bisschen schwierig zu sagen. Was irgendwie ganz klar ist, ist, dass die politischen Eliten hier ganz klar immer wieder eine Politik zugunsten der Küstenstädte und der Küstenregionen vollzogen haben und das Hinterland einfach marginalisiert war und da einfach eben auch sehr, sehr viele Menschen leben. Und das ist, glaube ich, die Quintessenz dessen, dass jetzt das erste Mal hier jemand wirklich exekutive Macht innehat, dessen Priorität nicht die Küsten, nicht die Küstenstädte sind, sondern dessen Priorität das Hinterland sein könnte. Wir wissen ja immer noch nicht so genau. Kai Said hat, seit er im Amt ist, ist er auch immer wieder dafür kritisiert worden, dass er nicht redet. Also er hat seine Wahlkampagnen irgendwie so ein bisschen gemacht und man weiß, kann so ein bisschen sich so puzzelmäßig zusammenbasteln, für was dieser Mann eigentlich steht. Und das ist auch nicht besser geworden, weil seit 2019, seit Ende 2019, also seit 1,5 Jahren, hat sich Kai Said oft sehr kryptisch geäußert und wenig konkret, wo man sehr viel zwischen den Zeilen lesen muss. Also es ist alles nicht so ganz klar. Aber der aktuelle Optimismus im Land, der vorsichtige, verhaltene Optimismus bei vielen Menschen, kommt eben daher, dass man im Hinterland jetzt einfach plötzlich Hoffnung hat, dass sich jetzt was verändert. Ob das wirklich der Fall ist, ist eine andere Frage. Ob Kais Said A. willens ist, das wirklich durchzuziehen, wissen wir nicht. Wir können uns halt nur angucken, was er bislang gesagt hat und getan hat. Und da gibt es halt durchaus irgendwie Hinweise, die darauf hindeuten, dass er das durchaus alles ernst meint. Aber es ist auch eine Frage, ob er fähig ist und in der Lage ist, das wirklich durchzusetzen. Denn wir reden hier von verkrusteten Strukturen im Staatsapparat und in den Eliten, die nicht erst irgendwie hier gestern aufgetaucht sind, sondern die das Land schon seit Jahrzehnten planen. Und das wird auch Kais Saied nicht in wenigen Tagen oder wenigen Wochen aufräumen können. Aber er spielt auch mit Symbolpolitik. So hat er zum Beispiel 3 Tage nach seiner Machtübernahme ist im Prinzip eine Liste veröffentlicht worden mit den Namen von hunderten Geschäftsleuten. Und Kais Saied hat in einer Ansage, in einer Ansprache verkündet, dass es gibt jetzt Korruptionsverdacht gegen diese Geschäftsleute und jede Person, die in den letzten Jahrzehnten Geld aus dem Staatsapparat, aus dem Staatsdeckel gestohlen hat, könne dieses Geld jetzt zurückgeben und der Staat würde dieser Person dann vergeben. Das heißt, es würde keine juristischen Prozeduren gegen diese Person geben. Wenn diese gestohlenen Gelder in den marginalisierten Provinzen investiert werden. Diese Ankündigung ist nicht blöd und durchaus ein smarter Move, weil er damit einerseits symbolisch erstmal nur auf einer symbolischen Ebene, direkt, unmittelbar, ganz kurz nach seiner Machtübernahme, direkt, er redet über die Provinzen. Er sagt irgendwie, also ich würde gerne dieses Geld in die Regionen kanalisieren. Da muss investiert werden. Das hat er betont damit. Das ist symbolisch ein sehr interessanter Schritt gewesen. Auf der anderen Seite laufen inzwischen Korruptionsermittlungen gegen haufenweise Ex-Funktionäre oder Funktionäre, Entlassungen und all dies. Das heißt, die private Unternehmerschaft, wo wir eine lange, lange, lange Liste an Leuten haben, denen Korruption oder ähnliche Finanzvergehen vorgeworfen werden, denen
signalisiert Kais Said nun relativ deutlich, dass die Justiz jetzt arbeiten wird und dass einige von diesen Leuten, gegen einige dieser Leute Untersuchungen lanciert werden und dass es da durchaus auch früher oder später zu Verurteilungen kommen wird. Er holt aber nicht so richtig die eiserne Faust aus, sondern er streckt so ein bisschen die Hand auch aus. Also er hat damit schon symbolisch ganz klar gemacht, irgendwie hier, also Geld im Hinterland muss investiert werden. Und sagt aber auch, also ich werde jetzt hier gegen Korruption vorgehen, aber wer auch immer freiwillig das Geld zurückgibt, was er gestohlen hat, der muss nicht in den Knast. Und das ist politisch ein smarter Move, weil er sich damit eben auch nicht komplett mit der gesamten Unternehmerschaft verscherzt, die jetzt natürlich etwas nervös mit den Hufen scharrt. Was natürlich auch wieder zu Gegenbewegungen gegen Kais Saids Politik sorgen kann. Aus deiner Perspektive, diese Proteste, werden sie noch lange anhalten? Und aus den Medien, die ich jetzt bisher verfolgt habe, hört man irgendwie so zwei Stimmen. Die einen sagen, ja, es droht wieder irgendwie eine Diktatur zu werden. Die anderen sagen, nee, der Staat ist so stabil oder dieses ganze Konstrukt Tunesien ist so stabil wie nie zuvor. Wie würdest du das einschätzen? Also erstmal nochmal, es gibt aktuell gar keine Proteste. Alles hat gerade Proteste zurückgepfiffen und alles wartet irgendwie ab. Weil keiner so richtig weiß, in welche Richtung geht das jetzt hier gerade. Es gibt jene, die so ein bisschen wie ich, ein bisschen optimistischer, einen etwas optimistischeren Blick auf die aktuelle Lage haben und eben sagen, okay, also der Präsident hat gerade sämtliche exekutiven und legislativen Befugnisse auf seiner Person vereint, was natürlich aus guten Gründen Befürchtungen nähert, dass jetzt hier eine Rückkehr zu einem autoritären System bevorsteht. Ich sehe aber weiterhin sehr viel Kontext im Sinne von, es gibt hier gerade kein systematisches Vorgehen gegen Presse- oder Meinungsfreiheit, es gibt kein systematisches Vorgehen gegen politische Parteien, es gibt kein systematisches Vorgehen gegen Oppositionelle, es gibt keine, und er hat mehrfach versichert, irgendwie, also ich habe jetzt hier nicht vor, Freiheitsrechte wieder einzuschränken. Wir wissen genau, wenn Politiker was sagen, dann heißt das nicht unbedingt, dass sie das auch so hinterstehen. In diesem Fall habe ich aber durchaus weiterhin den Eindruck, dass der hier nicht eine Politik fährt, die in Richtung Restauration eines autokratischen Systems hinausläuft. Denn er versucht auch sehr aktiv, gesellschaftliche Kräfte in die aktuellen Diskussionen einzubinden. Sprich, ihm ist auch zum Beispiel jetzt vorgeworfen worden in den letzten 2 Wochen, dass es keinen klaren Fahrplan gibt, wie geht es weiter. Diesen Fahrplan gibt es nicht. Es ist absolut unklar, wie das jetzt weitergehen soll und wie dieses politische System reformiert werden soll oder könnte. Aber Kais Said sitzt hier nicht und hat jetzt quasi in Eigenregie irgendwelche Vorschläge gemacht, sondern er hat andere Institutionen eingebunden und den Ball an diese weitergespielt. Aktuell ist es die Einheit, es ist der Gewerkschaftsdachverband UGTT, der angekündigt hat, jetzt einen Fahrplan auszuarbeiten, in dem dann drinstehen soll, wie das Ganze institutionell weitergehen soll. Das ist jetzt sozusagen die positive Lesart. Die negative Lesart ist, Kais Said hat sämtliche exekutiven und legislativen Befugnisse an sich gerissen. Das ist ein Präzedenzfall in diesem aktuellen System und das ist extrem gefährlich. Denn es ist auch nicht so ganz klar, wer jetzt hier gerade aktuell welche Entscheidung trifft. Also die Gerichte arbeiten gerade irgendwie wieder etwas vernünftiger und fangen halt an mit Untersuchungen oder machen alte Akten wieder auf, Korruptionsfälle. Aber es ist nicht so ganz klar, ob der Staatspräsident hier Telefonate geführt hat oder nicht. Also wir wissen nicht so richtig, irgendwie kommt die Initiative aus dem Präsidentenpalast oder kommt sie aus der Judikative? Wissen wir nicht. Und die Befürchtung der Zivilgesellschaft, dass wir jetzt hier einen Staatspräsidenten haben mit krassen Befugnissen, die sehr, sehr weit reichen, sind besorgniserregend. Und diese kritischen Stimmen aus der Zivilgesellschaft sind ernst zu nehmen. Interessant ist jetzt, dass es jetzt so Vorschläge gibt, also auch so von so Gruppen, die eigentlich, glaube ich, tendenziell auch optimistischer eingestellt sind, die aber eben auch die Gefahren sehen,
und jetzt eben vorgeschlagen haben, dieser Vorschlag kam aus mehreren politischen Lagern, dass man quasi eine Art Komitee bildet, in dem zivilgesellschaftliche Gruppen vertreten sind, die sozusagen die Maßnahmen des Präsidenten überwachen. Verfassungsmäßig können die aktuell keine Rolle spielen als eine Art politisches Gegengewicht zum Staatspräsidenten. Aber es gibt eben den konstruktiven Vorschlag, okay, also du regierst hier gerade alleine, das ist gefährlich, das geht so nicht. Wir brauchen ein Vehikel und einen Mechanismus, der dich überwacht. Und ich habe bislang den Eindruck, dass, auch wenn Kai Said sich dazu noch nicht konkret geäußert hat, dass sein aktives Einbinden von Zivilgesellschaft und so weiter und so fort durchaus den Schluss zulässt, dass das ein Szenario ist, gegen das er sich nicht zur Wehr setzen würde, sondern dass er früher oder später eventuell eben ja durchaus akzeptiert. Genau. Und es gibt natürlich die ganz klaren die ganz klaren ablehnenden Stimmen gegenüber das, was hier gerade passiert, die halt sagen, das geht gar nicht, da hat das Parlament eingefroren, das ist verfassungswidrig, der übernimmt hier gerade die Macht, der will das System umkrempeln, und es gibt schon also auch sehr, sehr heftige Kritik an diesem unilateralen, verfassungsrechtlich sehr, sehr strittigen Eingreifen des Präsidenten. Aber so grundsätzlich ist die Stimmung hier eher abwartend angespannt, optimistisch. Okay, wir danken dir ganz herzlich. Die Zeit ist leider rum. Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Sofiane Philipp-Nasse, vielen Dank. Sehr gerne, danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick bekommen über die Situation, die sich gerade in Tunesien abspielt. Es lohnt sich, die Entwicklungen zu beobachten, sowohl hier als auch in Tunesien, als auch dort, wo wir herkommen, im Nahen und Mittleren Osten. Genau, ich wünsche Ihnen und euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.